koordinierte Einsatzleitung ist der Chef von Ehrenwürdig und dann wird der Notarzt entscheiden, welche Person. Hier wird es mit normalen Schläuchen ist, sodass es dann auch angenehm ist. Ebenso wird bereits im Fahrzeug die ersten Rettungsmaßnahmen die Versorgung der Patienten durchgeführt. Bereits im Fahrzeug die Person so stabilisiert, dass sie dann auch abtransportiert werden kann. Auch bei Bodenfahrzeugen wird das Dach seitlich nach vorne abgekippt, sodass man dann auch hier an die Person gelangen kann. Yeah.
Thank you.